Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Es geht weiter mit... Ja, alles klar. Es geht weiter mit dieser Mission, die... Ja, genau, die letzte ist. Und dann geht's auch direkt weiter mit der Hauptstory. Tja, was soll ich sagen? Wegen der letzten beiden Tage. Sorry, dass es kein Video gab. Aber ich hatte keine Zeit. Der Schlafrhythmus war ein bisschen komisch. Hab mich wieder mit Freunden getroffen. Endlich mal wieder, ist zurzeit nämlich etwas schwieriger. Habe ich ja schon, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Wegen Uni und Ausbildung und hast du nicht gesehen. Alles irgendwie so bunt gemischt. Man kann nur hoffen, dass es in der Zukunft dann wieder besser wird, wenn man sich erstmal vernünftig eingelebt hat in einer vernünftigen Arbeitsstelle. Ja, aber zurzeit ist das alles etwas schwieriger. Und da muss YouTube dann manchmal leider ein bisschen zurückstecken. Das ist, das geht nicht anders. Oh, scheiße. Mir fällt gerade auf, dass ich schon die Hälfte der Herzen verloren habe. Fuck. Naja. Was wollte ich noch sagen? Hier, wegen den Videos. Ich hoffe, dass das jetzt wieder besser wird. Vor allem im Hinblick auf Regelmäßigkeit. Weil einmal zwei Tage, okay, es war, ich hätte zwar gerne höchstens einen Tag Pause nach längerer Zeit. Achso, die Drohne. Ich dachte so, hä, der ist doch kaputt. Oh, das ist eine Drohne, alles klar. Ja, ich hätte zwar gerne höchstens einen Tag Pause nach längerer Zeit, wenn überhaupt. Okay, ich weiß nicht, warum manchmal die Kamera nicht wechselt. Aber um das jetzt mal zu Ende zu sagen hier. Ach komm, ey. So. Ich hätte zwar, wie gesagt, allerhöchstens gerne einen Tag Pause, nachdem ich länger keine Pause mehr hatte. Aber wenn es dann mal dazu kommt, hätte ich auch gerne dann, dass ich danach dann das wieder regelmäßig mache. So. Und mir war es jetzt eigentlich egal, ob wir neu starten. Weil das war so kacke. Das war so kacke von mir gemacht, einfach nur. Also war ein Neustart eigentlich schon vorprogrammiert. Okay, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Aber es war übelst unnötig eigentlich. Aber dafür war das Ding umso besser. Dieser Doppel-Elektroschock. Und jetzt ein Schmetterangriff. Ich weiß nicht, haben wir dann direkt beide weg? Nein.
Aber fuck, jetzt bin ich nach vorne gesprungen. Wollte nach hinten springen eigentlich. Aber fast. So. Jetzt ist er down. Diesmal nur für ein Viertel Herzen verloren. Ich hätte so gerne 0 verloren, aber ich habe dann wieder einen dummen Fehler gemacht und bin kurz rausgekommen. Ja, okay. Nee. Was? Die haben mich gesniped hat. So. Stasis. Und Spezialangriff, um ihn da zu dodgen. Das war jetzt ein bisschen verschwendet, leider. Aber was soll man machen? Hä? Warum hat er sich denn auf einmal umgedreht? Was soll das denn? Ja, super. So, jetzt Stasis rein. Und dann den Schmetterangriff. Der ist noch nicht down? Ich dachte, der wäre down. Den haben wir zumindest abgeblockt. Scheiße. Okay. Was soll's. Komm, jetzt mal vernünftig reflektieren. Scheiße, ich habe ein bisschen zu spät gedrückt. So, Stasis rein. Und die Drohne ist down. Nein. Ich hatte gehofft, dass ich ihm da die Balken abziehen kann. Ja, aber so erst recht nicht. Wenn er jetzt aufstampft, dann werde ich es tun können. Dankeschön. Das war wieder unnötig, aber wenigstens ist er jetzt down. So. Und kann ich hier irgendwo Fressen mitnehmen? Sind hier irgendwo Äpfel? Also ich sehe auf jeden Fall keine Kisten. Das heißt, hier wird es auch keine Äpfel geben. Bisschen Shit. Impa, geht mal bitte darunter. So. Die hätte ich nämlich gerne da unten, die beiden. Er kann durch den Zaun schießen, alles klar. Scheiße, was ist das? Wie soll das möglich sein? Jetzt mal ernsthaft, wie soll das möglich sein, wenn drei Dinger einen abballern? Ja, komm, ey. Oh, mich regt mich das auf, dass es hier keinen Neustartknopf gibt. Es regt mich einfach nur maximal auf. Einfach, wenn man keinen Bock mehr auf diese Scheiße hat, dass man es dann einfach restarten kann. Nein, man muss erst sterben. Das ist so ein Bullshit. So, unter den Einstellungen vielleicht? Nein. Ja, Schlacht abbrechen will ich nicht. Ne? Habe ich keinen Bock drauf.
So, Schlacht neu starten. Kann man das hier machen? Option? Nö. Gibt's einfach nicht. Warum denn nicht? Ist doch scheiße. So. Rennen wir die ein. Und dann haben wir den Kleinen direkt weg. Und können uns nur auf den Großen fokussieren. So. Ja, Mann, das ist sehr gut gelaufen. Wunderbar. Da haben wir jetzt auch kein Herz verloren. Und ich würde hier auch gerne so ein paar Viecher wegmachen. Fällt mir gerade mal so ein. Damit wir unsere Spezialleiste füllen können. So. Falls wir hier von den Viechern getroffen werden sollten, das ist nicht ganz so schlimm. Weil dieser Strahl uns gegen die Wächter sowieso nicht wirklich hilft. Der bringt uns da nicht wirklich was, also... Wäre eigentlich egal, wenn wir da jetzt ein bisschen Leben verlieren. So. Shit. Zählt das? Boah, scheiße. Ja, man wird hier mit Wächtern richtig zugespammt. Ja, Mann. Nice, Link. Schönes Ding. Aua, das war unnötig. Okay, nice. Und was soll man denn machen, wenn man... Ey, entspann dich! Hallo? Was zur Hölle? Was soll man machen, wenn man von mehreren fokussiert wird? Von mehreren Gegnern, von mehreren Wächtern, besser gesagt. Boah, das war gerade echt scheiße. Ja, komm. Was soll das denn? Warum wird mir das denn nicht angezeigt? Dieser Scheiß. Ja, toll, er ist jetzt down, aber... Ich bin halt auch fast tot. Und woher kamen jetzt eigentlich die Äpfel? Ach, guck mal, hier drüben. Ja, nee, da sind aber nur Rubine drin. Schade. Sind hier oben sonst noch Äpfel? Muss ich einen alternativen Weg gehen? Guck mal, hier sind Holztruhen. Da ist aber nichts. Nee. Nee, hier sind keine Äpfel. Hier drüben denn vielleicht? Na, ich weiß nicht. Ah, oh. Ja gut, das sah aus wie eine Holzkiste, aber... Nö. Nee. Scheint nicht so, als wäre hier was. Schade. Naja. Gut, dann... probiere ich es einfach nochmal. Okay, ich hab's abgeblockt. Vielleicht, wenn ich mich von denen entferne... Ja, ja, okay. Den weglocken ist auf jeden Fall gut. Ja, Mann. Nice. Good job, Link. Okay. Einfrieren mit Stasis.
Und dann Schmetterangriff. Zack. Da liegt er. Jawohl, schönes Ding. Und das dürft's auch jetzt mit dem Zornwächter gewesen sein. Jo. Oder? Nee, doch noch nicht. Okay, Nanowächter wurden gesichtet. Ja, wie gesagt, Impa, bitte. Da runter. Dankeschön. Ich denke, ich hab nicht wirklich eine Chance mit Impa und Daruk, weil gegen die Wächter zu kämpfen hat halt echt auch viel mit den mit dem Reflektieren der Schüsse zu tun. Deswegen, ja, schön. Good job, Link. Deswegen denke ich nicht, dass es viel bringt, mit denen zu kämpfen. Hä? Hä? Ich kann die irgendwie nicht zurückwerfen. Obwohl ich finde, dass ich richtig drücke und Link scheint auch irgendwie... Ja doch, die gehen an mir vorbei. Jetzt habe ich mal aktiv drauf geachtet und die gehen echt an mir vorbei, die Schüsse. Ah, fuck. Okay, das hat mich... Ich hätte da einfach... reflektieren sollen. Ausweichen sollen, meine ich. Oh, was? Okay, den blocke ich jetzt einfach. Nein, das ist ein... Nano-Wächter. Oh, okay. Ja, kann ich ja jetzt im Prinzip so oft versuchen, wie ich will. Auch wenn es ein bisschen lame ist. Hallo? Dankeschön. Er wollte ihn gerade erst nicht anvisieren. Oh, okay. Nachdem die geschossen haben, kann man... kann man die mit Stasis angreifen. Die bekommen echt viel Damage, ne? Vielleicht hätte ich die direkt wegmachen sollen. Na, schade. Dumm von mir, aber kann ich ja nicht wissen, dass die so leicht zu besiegen sind. So, da unten ist auf jeden Fall noch ein Eiswächter. Und ich hätte einfach richtig gerne noch einen Apfel. Ja, dankeschön. Nice. Ist zwar nicht viel, aber da sind wir wenigstens dann nicht wanted. Was ist das jetzt? Okay. Bin mir nicht sicher, ob mir das Damage gemacht hat. Nice. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob mir das Damage gemacht hat, aber... Scheiße, was war das? Nanowächter. Okay. Wir hauen mal eine Spezialattacke raus. Ja, okay. Ja, okay, böller mich weg. Komm. Wollte ich gerade sowieso nochmal vorschlagen, dass wir uns hier nochmal
dass wir uns hier nochmal genauer umschauen. Auf der Suche nach Äpfeln. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Und diese Kisten kann man nicht zerschlagen. Das finde ich irgendwie komisch. Aber nun gut. Hier drüben war doch was, oder? Hier war das... Hä? Achso, Moment mal. Hier sind noch Kisten. Die habe ich, glaube ich, eben nicht gesehen. Und wo ist denn jetzt das Fass, was da eben war? Oder spawnt das nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit? Also wir haben auf jeden Fall einen Apfel gefunden. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und hier sind noch Fässer. Mit Äpfeln. Okay. Aber hier das Fass ist nicht mehr da. Hm. Okay. Okay, nice. Ach so, Moment. Er ist anscheinend auch feueranfällig. Ich dachte, er wäre blitzanfällig, weil er halt Wasser ist. Aber nee, ist ein Eiswächter. Kein Wasserwächter. Ja, komm. Was soll das? Oh, das hat echt nichts gebracht. Schade. Nein, ich wollte doch. Ich wollte... Ach, Mann. Okay. Das sind wenigstens... Nee. Es sind nicht beide Nano-Wächter down. Das war der große Wächter sogar. Okay, dann klappen wir dann einfach durch die Wand kaputt. Der ist dann down. Und... Oh, da ist noch ein Nano-Wächter. Warum kommen denn jetzt so viele Nano-Wächter auf einmal? So. Stasis. Und down. Nice. So. War das jetzt hier mit dem Fass oder ist das echt nicht da gewesen? Nee, Moment mal, es ist genau dieselbe Stelle, wo wir eben waren. Hier wollte ich nochmal schauen. Hallo? Da ist doch ein Fass, ich sehe es doch. Okay, zählt anscheinend nicht. Na gut. Und hier ist tatsächlich noch ein Apfel. Das ist sehr gut. Ich muss jetzt einfach alles nehmen, was ich kriegen kann. Nein! Ach, Mann, ey. Ich hätte einfach gerne noch ein paar Äpfel. Aber durch das Rumlaufen werde ich hier natürlich ein paar Mal gedamaged. Das heißt natürlich, wenn ich vernünftig spielen würde, dann würde ich keinen Schaden nehmen, aber ich bin einfach gerade irgendwie scheiße. Keine Ahnung. Ne, also hier ist nichts. Shit. Hier ist auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, ich wechsle hier einfach rüber. Aua. Ach ja, das bringt ja nichts bei ihm. Stimmt. Holy shit. Ah, aua. Boah, Alter.
Die Nano-Wächter. Die Nano-Wächter, Alter. Die machen hier gerade richtig Stress. Boah, wie viele hier vor allem sind. Wird der Große noch getroffen? Zählt das? Nö. Aua. Ah! Ja, das sieht in der Tat nicht so gut aus. Deswegen müssen wir jetzt hier mal kurz wechseln. Und hier sind irgendwie schon wieder viel zu viele Wächter. Hier wird wieder richtig übertrieben. Boah, Alter. Nee, sie kann nicht reflektieren, ne? Also, mit ihr können wir auf jeden Fall gut das Stasis benutzen. Das muss ich mir auf jeden Fall, Na komm, ich will die Symbole. Ich habe immer noch keine Symbole. Warum habe ich mit ihr keine Symbole? Gib mir jetzt die Symbole her. Gib mir die doch. Wenigstens benutzt er die ganze Zeit den Angriff, wo ich das Stasis benutzen kann. So, ich probiere jetzt einfach mal auf ihn drauf zu kloppen. Und er hat sowieso Beine verloren, also... Hallo? Stasis? Okay. Der Kleine wird nicht davon getroffen. Und ich habe auch schon 1000 Mal gedrückt, aber er wollte nicht. So. Ist der Wächter jetzt wenigstens down? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Boah, Alter. Nee, in der Tat können wir uns keine Niederlage erlauben, weil diese Mission generell einfach viel zu lange dauert. Okay, wir müssen mit Link weitermachen. Und ich habe Link da nicht runtergeschickt. Ich habe direkt weitergekämpft. Ich Vollidiot. Nein, ich will nur die kleinen Viecher wegmachen, damit ich Spezialangriffe kriege. Gut, und jetzt los. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen. Ich glaube, das wird zu lange dauern. Scheiße. Aber Link dürfte echt zügig sein mit seinen Spezialattacken dann, ne? 3 Spezialattacken. Also 3 sind auf jeden Fall instant weg. Ich denke, da werden wir höchstens 1 Minute für brauchen. Runterrennen. 2 Minuten. Keine Ahnung, Alter. Das wird auf jeden Fall richtig knapp. Ich find's kacke, dass ich da nicht vernünftig rüber kann, sondern dass das so ein ultra langer Weg einfach ist. Scheiße. Also wenn ich bei 3 Minuten da bin, dann könnte's noch was werden. Aber sieht gut aus, ne? Komm schon, Link. Zieh durch. Doch, sieht echt gut aus. Das sieht echt verdammt gut aus. Boah, Alter. Da geht's auch schon richtig ab. Komm. Hau hier eine Spezialattacke raus. Und böller die mal vernünftig weg da. So.
Schmetterangriff. Oh, ich sehe gerade, einer ist sowieso schon weg. Haben wir die Stufe erhöht oder was? Link ist auf jeden Fall wieder voll. Ja, komm, wir haben auch eine neue Spezialleiste dazu bekommen. Spezialangriff raus. Und ihm das... Die Balken abziehen da. Wir zerböllern ihm jetzt richtig die Fresse. Okay, nice. Nur noch einer übrig. Wir haben's. Alter, was? Wie knapp das Teil zwar, ne? Ja, nee, halt's Maul. Du bist jetzt auch absolut keine Herausforderung mehr. So, aus Flex zerballer ich jetzt auch noch den Nanowächter. Nice. Holy shit, ey. Ja, erhöhter Verkaufswert plus plus ist in Ordnung. Naja. Plus plus und da ist das. Sprintangriff brauche ich nicht. Das auch nicht. P-Man kombinieren. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Monsterteile plus 5% brauche ich ganz bestimmt nicht. Der Garde-Zweiner sieht nice aus, ey. Ich glaube, Beutequote sollte ich mir vielleicht doch mal reinmachen, ne? Oder hier das, wo ist es? Hier, Effekt von Heil-Items sollte ich mir vielleicht mal aufheben. Dann haben wir es auf jeden Fall ultra easy. Ja, Angriffsreichweite noch weg. Und dann haben wir es wieder. Hellseher Kodachi, Alter. Nice. Spezialangriffsleistenregeneration plus plus. Sehr nice. Schaden durch normale Angriffe plus plus auch. Nice. Schön. Sehr, sehr sick. Boah, ey. Also, das war eine Mission. Ohne Witz. So, jetzt nochmal schauen. Ich würde hier gerne Schaden durch normale Angriffe. Obwohl, Schaden durch Spezialangriff und das zweite Schaden durch normale Angriffe ersetzen. So. Ein Siegel entfernen. Machen wir erst dieses. Hier die. Und dann die. Dann einfach die weghauen. Und da bockt den Urkunden. So, das weg. Und dann mache ich erstmal... Ja, was mache ich drauf?
Effekt von Heal Items. Ja, ich denke, Effekt von Heal Items mache ich drauf. So. Sehr nice auf jeden Fall. Und dann haben wir da auch weniger Probleme bei solchen Missionen. Ja. Gut, wir haben dann nichts mehr. Wir haben jetzt nur noch, ja gut, hier oben die Mission, aber dafür bräuchte ich wieder Krogsamen und das mache ich, wie gesagt, off-cam. Jetzt haben wir nur noch Rückeroberung Hyrules. Da bin ich schon sehr gespannt. Also, das Thumbnail sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Ich habe schon richtig Bock. Los geht's. Es gibt nichts zu befürchten. Mit vereinten Kräften werden wir es schaffen. Jawohl, die Zeit ist reif. Katschika, es kann losgehen! Woher kommt das eigentlich? Das Katschika, ist das einfach ihre Catchphrase, die sie sich ausgedacht hat? Oder hat das irgendeinen Hintergrund? Jo. Ab jetzt geht nur noch eins. Gemeinsam Ganon vertreiben. Endlich haben wir Gelegenheit, Seite an Seite unsere Kraft zu demonstrieren. Großer oh, Moment. Macht uns stolz. Alle herhören! Jetzt wird sich gereicht! Einstein bleibt auf dem anderen. Stimmt's? Ihr noch? Und Orte. Kein einziger Stein. Ist das jetzt schon das Finale? Hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Gebt den Befehl, Euer Hoheit. Alter. Jetzt so eine richtig epische Schlacht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht das Finale. Das ist nur das, was wir glauben sollen. Heute ist der Tag, an dem wir die Verheerung Ganon besiegen. Ne. Nennen, müssen nun zusammenstehen. Selbst wenn das, was jeder einzelne von uns beitragen kann, nicht viel sein mag. Unser Zusammenhalt ist die Garantie dafür, dass wir siegen werden. Davon bin ich überzeugt. Wie Link da steht. Jawohl! Auf in die Schlacht! Die Soras, die Goronen, die Orni, die Gerudo und sogar die Jägerbande hatten sich mit den Soldaten von Hyrule verbündet, um der Verheerung Ganon Einhalt zu gebieten. In der Ebene von Hyrule reihten sich die kampfbereiten Krieger Schulter an Schulter. Mir fällt gerade ein, die Missionen, die wir, also diese Sternmissionen, die sind noch nicht bei 100, bei 100%. Obwohl ich alle Missionen gemacht habe, die wir schon machen konnten. Und deswegen kann das gar nicht das Finale sein. Fällt mir gerade mal so ein, wollte ich noch kurz dazwischen schieben. Angeführt wurden sie von den vier Titanen und deren Piloten. Von Link, der das Bannschwert führte. Und von Zelda, deren Kraft der Versiegelung erwacht war. Ja, mega nice. Und, was auch nice ist, dass man das da so sehen kann. Mit diesen Sternmissionen, wie weit man da mit dem Spiel ist. Das ist
ziemlich geil fürs Let's Play, weil wenn man vorher alles gemacht haben möchte, um dann das große Finale zu machen, das ist sehr nice auf jeden Fall. Also, ich denke, so möchte das wahrscheinlich jeder haben, weil hinterher nach dem Finale dann noch irgendwie was nachzuholen, ist nicht optimal. Mit dem Ziel vor Augen, die Verheerung Ganon zu versiegeln und den Frieden wiederherzustellen, begann die gewaltige Streitmacht unter dem Kommando von Prinzessin Zelda nun sogleich auf Schloss Hyrule vorzurücken. Ja, dann lass mal losgehen. Ach so, und sorry, falls die Pausen, also die Sprechpausen von mir etwas länger sein sollten manchmal. Das fühlt sich hier in der Aufnahme, also wenn ich hier kommentiere, fühlt sich das gar nicht so lang an. Aber wenn ich dann schneide, dann merke ich erstmal, oh, wie lange habe ich denn da eine Redepause gehabt? Holy shit. Selbst wenn ich irgendwie so zwischen Sätzen bin, beziehungsweise zwischen so Nebensätze, zwischen so Nebensätzen, also wenn ich irgendwas erzähle und dann eine Pause mache, so wie jetzt gerade, das sollte ein Beispiel sein, das fühlt sich manchmal einfach gar nicht so lang an, aber dann, wenn ich das so nachschaue in dem im Programm, dann merke ich erstmal, wie lang die Pausen sind, die ich manchmal mache. Also wie gesagt, sorry dafür, es ist Kacke. Auf jeden Fall. So, und in der Cutscene gerade war Link in diesem blauen Gewand. Sonst ist das doch auch nicht. Sonst haben die das doch auch hinbekommen mit den Gewändern. Sonst hat er doch auch immer was anderes an. Also halt das... Der hatte das Outfit immer an, was man ausgerüstet hatte. Aber hier gerade irgendwie nicht. Komisch. Ah, scheiße. Ich dachte, ich würde das Ding noch rausbekommen. Aber nö. Also für diese Wirbel- und Zustechattacke reicht das auf jeden Fall nicht. Aber ist auch vollkommen egal. Erst down. So, also Äpfel haben wir auf jeden Fall auch noch nicht. Boah, ist da viel rausgekommen, ey. Okay, wir sollen zu Zelda wechseln. Alter. Wie heißt er nochmal? Maronus, genau. Ich wollte es gerade sagen, aber dann irgendwie hat sich das falsch angefühlt, der Name. Wollte gerade sagen, hä? Maronus hieß der, ne? Aber irgendwie hat sich das, wie gesagt, irgendwie hat sich das falsch angefühlt. Irgendwie hat sich das komisch angefühlt, der Name. Aber ja, ist tatsächlich Maronus. Okay. Boah, Alter. Das hat schon Style, ne? Mit ihrer Macht. Das ist schon geil. Nicht so wie sonst, wo man dann da irgendwie mit den Modulen rumgespielt hat. Okay, wir haben dann einen Apfel auch auf jeden Fall bekommen. Und hier ist die Truhe. Nice. Können wir da lang? Oder ist da verschlossen? Nee, wir können hier tatsächlich lang. Müssen wir außen rum? Ist komplett außen rum? Ja. Wir müssen komplett außen rum gehen und da kommen wir dann auch zur Truhe, zur nächsten. Hm. Ach, hier. Hier steht sie direkt. Die hat man so schwer gesehen, ey. Ist denn hier auch ein Krog? Irgendwie fühlt sich das nach so einer Krogstelle an. So ein bisschen abgelegen. Mit weniger Gegnern. Aber nö, ich sehe jetzt keinen.
Gehen wir einfach mal zur nächsten Truhe. Komm ich denn nachher? Oh! Maronus hat da anscheinend was hinbekommen. Sehr gut, Maronus. Wir werden auch gleich zu ihm wechseln, weil ich da sehe, dass er... Na, jetzt rennt er gerade hoch. Ich würde mir gerne noch die... die Truhe holen hier. Wo ist er? Hier. Hier ist er. Und... Hier sind tatsächlich auch Äpfel. Nice. Nee, nicht Link. Zelda. Ich komme sofort. Boah, wie man jetzt die Entschlossenheit in ihrer Stimme hört. Vorher war das immer so, ne, ich bin so nutzlos, ne. Aber jetzt, wo ihre Kraft erwacht ist, ist sie richtig entschlossen geworden. Ja, komm, machen wir mit Maronus einfach weiter. Komm. Irgendwo müssen wir weitermachen und Maronus ist am nächsten dran. Ach nee, hier. ZR, nicht ZL. Ich will nämlich die Crocs herbeirufen, damit die mal mitmachen. Oh! Daruk hat schon geschafft. Na gut. Dann würde ich mal hier entlang marschieren. Oh, hier sind Wächter. Hier sind Wächter. Die Wächter greifen an. Müssen wir die Wächter wegmachen? Wahrscheinlich, ne? Wo ist... Oh. Oh, was? Ach, Daruk können wir gar nicht steuern. Oh, ja gut, dann müssen wir das mit Maronus erledigen. Ah, er ist aber zu fett. Er ist viel zu fett dafür, um da vernünftig ausweichen zu können. Das ist kacke. Macht wenigstens Stasis ein bisschen Damage? Nicht wirklich, ne? Oh, Stasis. Wir müssen auf jeden Fall immer näher ranrücken. Das ist wichtig. Und seine Beine sind weg. Komm. Crocs rufen. Jawohl. Jetzt richtig reinballern hier. Mit den Crocs. Ist er down? Nee. Noch nicht ganz, aber fast. Ja, komm. Mit der Macht der Crocs. Stasis. Und dann ziehen wir ihm jetzt das letzte Stückchen Leben ab. Wunderbar. Schönes Ding. Schönes Ding, Maronus. Hätte ich dir nicht zugetraut. Oh, er hat jemand anderen im Visier gehabt. Das ist sehr gut. In der Zeit können wir nämlich richtig reinböllern hier. Ah, Maronus hat richtig einen ins Maul bekommen. Ich glaube, wir hätten den noch nicht mal wegmachen müssen, ne? Scheiße. Da habe ich jetzt unnötig HP verloren einfach. Also so richtig fett. So richtig fett einfach HP verloren. Hier ist ein Eismoblin. Der juckt mich aber nicht. Ich will die Truhe hier einfach nur haben. So, auf damit. Okay, das sind nur Rubine. Oh, Moment, wie kommen wir... Von hier drüben kommen wir da gar nicht hin. Sehe ich hier gerade. Hier ist ein Vorposten. Da kommen wir aber nicht durch. Da kommen wir null durch. Alles klar. Dann... Maronus, du gehst mal bitte zu Link. Aua. Bullshit. Das kriegst du sowas von zurück. Okay, schön ausgewichen. Und Stasis. Rein damit.
Und das macht jetzt auch wieder richtig schön Damage. Ey, holy shit. Okay, nice. Wir haben ihn fast. Und er ist weg. Jetzt merkt man auch, wie kräftig Zelda ist. Weil sie den Wächter einfach fast so schon down bekommt, ohne die den Schmetterangriff. Okay, komm, wir laden hier auf. Ohne uns von dem Moblin treffen zu lassen. Am besten visiere ich den mal an. Okay, ist voll. Also weiter. Besiege die Wächter. Gut. Wir haben ja auf jeden Fall unendlich Zeit. Das finde ich sehr gut. Dann können wir hier auch in Ruhe die Truhen einsammeln. Kopfsammler. Oh, und hier ist ein Croc. Nice. Also wie gesagt, wenn die Crocs auf dem Weg sind, dann sammle ich die natürlich ein. Klar. Wäre natürlich, also es wäre dumm, die dann da liegen zu lassen. Da kommen wir nicht durch. Ne, da kommen wir sowas von nicht durch. Wo ist Impa? Nein. Also, nein. Link, du gehst zu den zwei Wächtern und Impa kümmert sich hier um den einzelnen Wächter. Weil wir können Impa nicht gegen zwei Wächter kämpfen lassen. Funktioniert nicht. Oh, schönes Ding. War aber schön ausgewichen. Ach, scheiße. Okay, wir haben auf jeden Fall zwei Dinger schon. Zwei Symbole. Drei Symbole. Sehr schön ausgewichen. Boah, die Unsichtbarkeit ist richtig geil. Aber man muss es natürlich auch früh genug drücken, ne? Und Schmetterangriff. Ja, also gegen einen geht, aber hätten wir Impa gegen zwei Wächter antreten lassen, das wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Wo sind denn die Wächter? Ist das einer der Wächter? Hör auf damit. Dankeschön. So. Dem ballern wir einen Spezialangriff rein. Und der ist fast down. Wunderbar. Silberner Moblin. Nee. Wo ist der Wächter? Ah, ich hätte ihn aber gerne noch down. Sehr schön. Da ist er weg. Gut. Jetzt aber. Wo ist der Wächter? Hä, das ist doch einer? Der wurde mir aber gerade nicht angezeigt. Link, kannst du ihn bitte ins Visier nehmen? Ich habe dreimal gedrückt. Ja, komm. Schieß mich halt ab. Dann halt nicht. Dann machen wir dich einfach so weg. Zack. Schmetterangriff. Pech mit dem Drecksvieh. Holy shit, ey. Wie Link einfach manchmal nicht möchte. Richtig nervig. Okay, wir haben noch einen Apfel. Das ist sehr gut. Na schön, Ganon, nimm das. Was ist das denn? Was? Oh, irgendein mysteriöser Nebel breitet sich aus. Ah ja. Eine Mauer des Zorns.
Wir müssen uns um die Barriere kümmern, ja, das ist richtig. Können wir... Gut. Müssen wir hier unten lang oder können wir da oben auch her? Ich gehe einfach hier unten lang. Ich möchte jetzt nicht riskieren, da oben lang zu laufen und dann da dumm rumzustehen. Also gehen wir einfach hier lang. Und gut ist. Ich hätte gerne Imper dahin. Ein Zornglazierock. Okay, nee, nicht Zelda. Hallo? Ach so, okay. So, jetzt aber. Nun gut. Ach so, nee, unsere Spezialleiste ist schon voll. Dann konzentrieren wir uns einfach nur aufs Rennen. Was war da? Ein Eispyromagus. Na gut. Brauchen wir den? Eigentlich hätte ich gern... Ja, komm, machen wir noch schnell weg. Ich hätte nämlich gern den Stab von ihm. So. Alles klar. Hat auch nicht lange gedauert. Haben wir mal eben weggeklatscht. Und es geht dann auch schon direkt weiter. Ist aber viel Rennerei, ne? Link. Ah, alles klar. Komm, den machen wir schnell weg. Was ist denn? Komm. Kriegen wir, jawoll. Weg mit dem Feuermoblin. Ein Zorn-Magma-Rock. Alles klar, Alter. Okay, komm. Ja, war okay. War auf jeden Fall okay. Wir haben ihm da gut was abgezogen. Über die Hälfte. Der Dinger. Ja, komm. Können wir ihn dazu bringen, sich hinzulegen? Nee, nicht unbedingt. Aber wir ziehen ihn... ziehen ihm auf jeden Fall echt gut was ab. Ja, okay. Dann machen wir halt ein kleines Geduldsspiel daraus. Und benutzen nochmal ein Wirblatt. Dann ist auch der erste Schmetterangriff schon bereit. Jawohl. Okay, komm. Regenerier dich. Es hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich es mir erhofft hatte. Ja. Ich hätte gerne seine beiden Hände weg. Damit er sich halt wieder hinlegt. Ja, oder so. Nein, stopp. Jawoll, also das hat richtig reingeklatscht. Ey, holy shit. Und down. Wunderbar. Eines der Monster ist besiegt, doch die Barriere steht noch. Wenigstens wirkt sie schwächer. Alles klar. Nun gut, den Rest der Barriere und wahrscheinlich auch den Rest dieser Mission werden wir dann im nächsten Part machen.
Ich hoffe, es gibt dann auf jeden Fall... Okay. Passend. Ich hoffe, es gibt dann auch noch einen Titanenkampf. Da hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Oder vielleicht sogar mit jedem der Titanen. Nochmal so ein Best-of quasi. Wer weiß. Das sehen wir, wie gesagt, im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.